Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 22 zusammen mit The Snake. Moin Moin. Ich habe schon mal Feld 60 angenommen als Auftrag und The Snake Feld 81 anscheinend. Ja. Das war hier gleich nebenan, also kann ich ja beide zusammen machen. Ja, ja. Ich habe mir jetzt gedacht, da ich ja eh den Düngerstreuer hinten dran habe, mal jetzt auch noch eben die 60, haben wir das auch mit abgehakt, fertig. Weg ist es weg, ne? Ja, und ich muss sagen, wir haben bis jetzt fast alle Aufträge gemacht. Ja. Fast. Erster Auftrag mit den Flügen, das ging ja nicht. Da waren wir noch ein bisschen verpeilt. Mit den tiefen Lockerer. Ja, das stimmt. Naja, aber jetzt haben wir ja auch unseren eigenen Flug, da können wir ja schnell mal eben so drüber gehen. Ja, schnell ist auch was anderes, aber... Ja, es ist halt immer noch besser, ne? Es funktioniert schon mal so, sagen wir es so. Ja, am liebsten das größere, ne? Ja. Größer ist immer besser. Achso, und du hattest doch letztens unseren Grubberflug mal angesprochen, ne? Ja. Die PS-Zahl, die da dran steht, ne? Ja. Die hat nichts zu heißen. Okay. Der kriegt den da nicht gezogen. Die PS-Zahl, die da dran steht. Da muss ein bisschen mehr ran, ne? Ja, müssen wir... Was war das? Da hatten wir die Ketten. Nee, da muss einer von den Großen sein. Da hatten wir die oder Großen Ketten. Mit Ketten, ne? Ketten. Oder ein Kettenträger, ja. Oder Bandlaufwerk ist das irgendwie. Das ist ja Kette, das ist ja. Bandlaufwerk. Bandlaufwerk, richtig. Ja. Bin ich schon durch? Sorry. Alles gut. 84%. Oh, die Reichweite von uns hat natürlich nicht gereicht. Ich dachte eigentlich, dass wir einmal rüberkommen. Ja. Passt aber nicht. Nee. Ich dachte, das wäre eine Bahn und fertig. Ja. Naja. Passiert. Das haben wir mal so, ne? Ich meine, Interesse an dem Feld habe ich eh nicht, ne? Hier ist Unkraut drauf. Ja. Und ich dünge das jetzt erstmal so schön. Der will wohl Unkraut ernten. Eventuell. Na komm, fahren wir die Runde da eben noch zu Ende. Haben wir zwar ein bisschen mehr Dünger rausgehauen, als wir wollten. Aber wenn, dann müssen wir es ja vernünftig machen, ne? Also vernünftig, dass wir auch sogar Nachbarfeld noch ein bisschen mit anstreuen. Achso, das auch noch. Ja, der hat gratis Dünger bekommen. So, dann kann das nicht garantieren. Ja, muss er nicht für bezahlen. Der Snake ist auch schon fertig. Oh, ich mach trotzdem noch die letzte Bahn. Wir eiern nach Hause. Während ich nach Hause eier, beende ich schon mal meinen Auftrag. Nur jetzt nicht die 81 beenden. Das macht der Snake dann selber. Ja. Wir eiern gleich durch. Bin ja gleich fertig. Ja, ja. Wir haben alle Zeit der Welt. Braucht den längsten Weg nach Hause, als es was es gibt. Fällt mir gerade auf. Also sehen wir auch noch ein bisschen was hier von der ganzen Geschichte hier, ne?
Diesen Stadtteil waren wir eigentlich so gut wie gar nicht gewesen in den Aufnahmen. Keine Aufträge mehr dort. Nö. Bei uns sind wir auch durch. Ja. Ja, ich fahre jetzt eben noch nach Hause. Da bin ich auch gerade auf dem Weg hin. Nein. Hier oben ist auch ein Feld. Da ist Kalk drauf. Und Dings. Unkraut ohne Ende. Okay. Feld 75. Ja. So. Aber ich würde sagen, wenn die nach Hause fahren, gibt es einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn wir was zu arbeiten haben. Yay. Bis gleich. Bis gleich. So, nach dem Cut sind wir wieder zurück. Wir haben ein paar Aufträge angenommen. The Snake ist schon auf dem Weg zum Grubbern. Wir haben aber noch was vor. Und zwar, wir wollen ja hier dieses Feld, das soll ja kein Feld bleiben, das soll eigentlich zu unserem Hof mit dazugehören. Ich hoffe, das ist das Richtige. Wäre halt cool, wenn du das auch noch gleich so nehmen könntest. Nein, das ist es nicht. Nein. Ja. Nee. Okay, nehmen wir das einfach. Von geldlichen her ist es sonst irgendwann auch nicht so toll. Nee, das stimmt. So. Einmal das Grünzeug hier entfernen. Gut, dass wir für ein bisschen Geld noch einen Auftrag angenommen haben. Ja, ja. So, was... Je mehr Geld, umso besser. Erstmal wollen wir Saatgut hier haben. Zwar auch gerne Dünger. Aber Dünger... Wir kommen halt da nicht ran. Vom Geldlichen noch nicht so ganz. So. Wie war denn das Drehen noch? Ich glaube so, genau. Na, so, dann gucken wir mal. Wo stellen wir das denn am besten hin? Ich glaube hier so. Der Ecke. Ja, vergesse ich, da muss auch noch eine Halle hin, ne? Stimmt. Und als erstes setze ich dann die Halle. Oder auch nicht. Ich sehe die Hallenpreise. Eine kleine Halle. Eine kleine Halle. Ja, oder die Hallen muss, die Halle muss nachher woanders hin. Stell mal da lieber erstmal nur so Werkstatt und sowas. Was geht? Machen wir das so, wenn wir hier dann da so durchfahren, dass wir hier Saatgut holen können. Ich weiß ja nicht, wie groß unsere Sämaschine am Ende sein wird. Groß? Groß? Am größten? Mit ein bisschen Abstand natürlich. So, was brauchen wir noch? Okay, wir sollten uns nicht mehr so viele große Sprünge leisten können. Nee. Hm. Werkstatt wäre halt noch was gewesen, ne? Ja, da bin ich zu teuer jetzt. Wir gehen arbeiten. Zur Not den Rest auf Schulden abbezahlen machen? Ja, da können wir auch mit einem Fahrzeug erstmal holen. Oder hinfahren. So, ich habe einen Flügeauftrag angenommen. Mit einer besonderen Maschine. Hältst du davon, das restliche Geld zurückzuzahlen? Achso, ja, das können wir. Ich dachte, du wolltest jetzt halt Schulden aufnehmen. Nein. Ich wollte Schulden zurückzahlen. Komm, wir nehmen noch ein bisschen Schulden auf. Damit das ein bisschen weniger wird an Zinsen. Heute mal schön mit einem Case Quadrack unterwegs. Ah.
Ist da oben eine Maschine, die man mal zeigen kann. Die wird so lange oder so wird sie halt auch von seinem Betrieb ja eh noch nicht so zum Einsatz kommen können. Nee, noch nicht, nee. Wir haben ja nicht einmal das Geld dazu. Noch nicht, nee. So, unser Auftrag ist es, hier einmal das komplette Feld einmal zu machen. Einmal zu pflügen. Es ist halt ungewohnt zu pflügen mit halt wie nannte man die noch? Diese Lenkart, was sie haben. Knicklenkung. Ja. Kam eine kurze Zeit nicht auf Knicklenkung. Ich wusste nicht, was du meinst. So ganz realistisch bin ich natürlich nicht beim Pflügen. Aber hey, es ist Pflügen. Ich bin da nicht wirklich gut drin, aber das Geld, das würde halt uns schon helfen. Definitiv. Definitiv. Wir hätten auch unser Flug nehmen können, aber dann sitze ich da morgen dran und ich glaube, das wäre dann mindestens 2 Folgen gewesen. Definitiv. Wenn nicht sogar 3, weil so schnell bist du beim Flügen auch nicht. Nee, 12 km/h eier ich hier jetzt auch mit dem Quadrat, ne? Da bin ich natürlich, hoffe du, wenn du dann auch fertig bist, dass du mir dann hilfst. Ja, kann ich. So, heben wir mal aus. Dann beim Nachbarn übers Feld. Ist ja nicht unseres. Ich weiß, das ist ziemlich unfreundlich, wenn ich sowas sage. Aber ich habe halt sonst keine andere Möglichkeit, da zu wenden. Da ist ein Baum im Weg. Ah, das Baumproblem. Und dann komme ich auf die E-Taste auch noch. Mann, Mann, Mann. So, drehen wir einmal. Ich hätte auf jeden Fall jetzt schon die Grasnarbe mitgenommen. Macht ja nichts. Naja, wollen wir mal ein bisschen hier lügen. Hier war Baumwolle drauf. Ah. Ich glaube, das war der Baumwollauftrag, der was zwischenzeitlich da drin war. Das kann sein. Während wir halt gespult haben. Mhm. Komischerweise. Nee, nicht. Ja doch, als wir gespult haben, war das. Ja. Ist halt noch ein kleiner Weg, was zu machen hier. Bei dem Feld jetzt. So. Haben wir aus Versehen beim Nachbarn auch noch ein Bett gemacht. Er freut sich darüber. Ist ja nicht so schlimm. Ist aber auch ein geiles Geschoss, der Quadrat, ne? Ja. Oh, innen drin sieht er mega geil aus. Mhm.
Sieht man halt nicht so häufig. Nee, nee. Es ist mir eine Ehre, dass ich den fahren darf. Hat bis ziemlich schnell mit durch, ne? Mit dem Krubbern. Geht so. Ich bin jetzt gerade erst bei der dritten Reihe durch. Ah. Aber mega schön das Teil. Da habe ich was stehen lassen. Oh nein. Das hole ich am Ende weg. Wir müssen ja ein bisschen irgendwie hier vorankommen, ne? Die Folge ist kurz und nächste Folge wollte ich nicht beim Pflügen dran sitzen. Und zwar mal wieder zwei Folgen hintereinander pflügen. Ah. Das will sich doch auch keiner angucken, wie ich am Pflügen bin. Ich meine, aber da ist ja schon mal ein Blick wert, ne? Mit dem Case. Naja. Das ist aber nicht der größte Flug, glaube ich, oder? Was sie mir da gegeben haben. Das weiß ich nicht, welchen du dahinter hast. Lemken müsste das sein. Das ist dasselbe, den wir haben. Ist auf jeden Fall blau. Mein Lemken war ja nur blau da, ne? Ja. Mit so einem Rad drinne. Naja, was will man machen, ne? Das stimmt auch. Aber da hätte man auch halt, glaube ich, den unser nehmen können. Weil ich dachte mir so, es ist angenehmer, den eben zu mieten. Und wenn der Snake da fertig ist, dann kann er mir eben helfen beim Pflügen. So schneller bin ich hiermit durch. Das stimmt, das stimmt. Ich werde mein Bestmöglichstes versuchen. Hab ja nicht mehr so viel auf diesem Feld jetzt. Sitzt du da? Ja, ich hoffe, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Das wird ja leider nicht passieren. Ich hoffe, du bist fertig, wenn ich denn da bin. Oder dass ich nur noch eine Bahn machen muss. Ich glaube nämlich der große Flug, ne? Ja. Ich glaube, das ist der, den Giants nachträglich rausgebracht hat. Deswegen nur den Lemken. Ja, wenn ich jetzt gleich hier auf der nächsten Reihe bin, dann nur geradeaus fahren. 12 km/h bin ich eh nicht zu schnell unterwegs. War schön wendig das Teil, ey. Muss man ja sagen.
Man könnte jetzt ihn drehen, ne? Ja. Wie ist eigentlich das Drehen? Aha. Naja, egal. Das soll uns jetzt hier in der Folge nicht auffallen. Diese Spielereien. Gehe ich noch ein Ticken weiter nach links. So, wir sind in der Geraden, dann kann ich ja mal eben gucken bei Flügen. Ja, wir haben jetzt hier mit 4,9 schon mal 10% geschafft. 6 Meter wären halt wesentlich besser, wäre auch machbar mit deiner Maschine, glaube ich. Ja, der könnte locker das schaffen. Der hat, glaube ich, über 400 Pesen. Vertrag 470. Der Quadrag 470. Das ist ein AFS sein, ne? Drin sein. Ich meine, es ist immer noch besser, als mit einem 3-Char zu arbeiten, ne? Das oder so, ja. Alles ist besser als 3-Char. Das stimmt. Oh, drehen wir mal. So. Der 470. Pesen. Ah. Weißt du, 524 Pesen und ein Flug dran für 300. Weil, ich sag halt, ich glaube, den anderen, den haben die erst reingebracht. Der Lemkin war der größte. Ich glaube auch. Naja, ist halt so, ne? Du hast so riesige Traktoren mit so viel Power. Und dann packst du da echt nur so einen kleinen Mini-Flug mit rein, ne? Ja. So, das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Ich hätte eher Angst bei 500 Pesen, dass ich den auseinanderreiß. Naja. Würde rein theoretisch auch passieren, wenn er hängen bleibt. Rein theoretisch, ja. Habe ich ja noch ziemlich viel hier zu tun, du. Ja. Komm aber auch gleich hin. Mach grad schon den Grubber sauber. Nice. Kann man aber auch nicht breiter stellen, ne?
Oder vielleicht doch. Den kannst du noch breiter stellen anscheinend. Oder ist es wirklich breiter? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Wenn mal zwei Bahnen unterschiedlich voneinander fahren. Haben wir jetzt in dieser Einstellung. Machen wir jetzt gleich mal. Ich fahre jetzt einfach gleich mal mittendrin im Feld rein. Dann haben wir einmal diese Breite. Dann vergleichen wir mal mit der anderen. Mal gucken, ob Discord. Aha. Ja, gut, ey. Schwärst du dich heute den ganzen Tag schon drüber? Das, teilweise muss ich mir da deine Worte zusammenreimen, was du gesagt hast. Vielleicht reim ich ja auch. Oh. Einmal mit denen durcheiern. Mit der Einstellung. Jetzt ziehen wir einfach mal so. Ja, da werden wir auf. So sind wir auf jeden Fall viel breiter. Mehr Arbeitsfläche, was wir bearbeiten. Ja. Das heißt, du musst ihn nach links ziehen, ne? Also, linke Maustaste gedrückt halten und nach links drücken. Aha. Dann arbeitet der, hat er viel mehr Fläche, was er macht. Okay. Hätte ich das gleich mal von Anfang an gewusst, du. Naja, kann auch keiner ahnen, ne? Der große Quadrat oder der kleine Quadrat? Der 470er. Das ist der Also, große. nee, der kleine. Das ist der kleine. Ja. Ja. Es gibt ja noch den in der 500er Variante auch noch. Also Motorisierung. Ja. Ja, aber ob das das ganz große Modell ist oder der mit den schmalen, Bandlauf. Müsste mit den größeren sein. Wenn ich es richtig sehe. Aber macht halt Spaß, ne? Ja. Hast du es auch mal getestet mit nach links ziehen? Also wenn du ihn ausgeklappt hast, den Flug nach links, mit der Maustaste nach links. Ja. Macht er auf einmal viel breiter. Etwas, ja. Junge, Junge, Junge. Die Zeit vergeht aber wie ein Flug, ne? Wieso? Wir sind jetzt schon bei 28 Minuten. Eieiei. Ja, da würde ich sagen, soll es das auf jeden Fall für diese Folge gewesen sein. Wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen dran machen und eben den Flugauftrag da beenden. Dann sehen wir Ah, uns. mal gucken. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Das auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.